Einen schönen Freitagmittag wünsche ich euch, liebe Freunde. Hier ist Frank von Franks Modellbahn. Ein kleines, kurzes Update wollte ich euch geben. Voilà, meine dritte Französin ist angekommen. Eine BB 9200 mit der Betriebsnummer 9223. In einem super Zustand, wie man sehen kann. Die habe ich für einen optimalen Preis in der Bucht geschossen. Und das Schöne ist, erst einmal, sie sieht rein äußerlich von der Optik her super gepflegt aus. Auch der Schleifer weist zwar leichte Abnutzungsspuren auf, aber nicht so schlimm, als dass man ihn nicht verwenden könnte. Ne? Auch so, wenn man sich das Gehäuse anguckt, keine Abplatzungen am Lack. Die Lackierung ist sauber. Ich drehe sie mal einmal so um. Auch oben. Der Dachgarten, wobei der Dachgarten bei diesem Modell recht spartanisch ist, aber das liegt auch am Vorbild. Das ist nicht irgendwie eine vereinfachte Darstellung. Die Pantographen sind auch in Ordnung. Und das Schönste ist, da war ich doch sehr angenehm überrascht. Ich schraube sie mal gerade auseinander. Der Hobel ist schon digitalisiert. Da ist schon ein neuer HLA drin. Und ein Decoder. Ist ein Märklin-Decoder. Erkennt man ja auch an den Farben hier. Grün-Blau für den Motor. Gelb und Grau für das Licht. Gut, das Licht, das ist die alte Beleuchtung. Die wurde im Prinzip verdrahtet. Aber wenn das Gehäuse draufgesetzt ist, sieht man das Flackern eigentlich fast gar nicht. Ja, die Umschaltung. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt aktiv ist. Nee, den Umschalter sehe ich gerade. Der ist gar nicht angeschlossen. Stört aber auch nicht weiter. Also der Verkäufer hat das Modell, wenn er es denn selber digitalisiert hat, sauber verarbeitet. Ne? Ja, alles in allem, ne, macht es einen ordentlichen Eindruck. Ich bin sehr angenehm überrascht. Und ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir den Hobel jetzt mal auf die Gleise setzen und gleich mal ein paar Runden drehen lassen. So, ein Blick in den Karton wollte ich noch gerne werfen, um mal zu wissen, aus welchem Herstellungsjahr der stammt. Der Karton im Übrigen auch in einem sehr guten Zustand. Kann man nicht anders sagen. Die Bedienungsanleitung ist mit drin. Ja, ich zeige sie hier mal, aber im Prinzip wirklich brauchen tut man sie nicht mehr. Aber es ist schön, sie gehört dazu. So, ich nehme mal den Styroporeinsatz raus. Ja, der sieht übrigens auch recht ordentlich aus. Ganz leichte Lagerspuren hier, aber wie sagt man auf Englisch? So what? Was soll's, ne? So, und jetzt wollen wir mal gucken, von wann denn der Karton ist. Da will ich mal schauen, dass ich hier irgendeine Info finde. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Beim anderen Karton war das leichter zu bewerkstelligen. Oder Moment. Was haben wir denn hier noch?
So, wenn ich das hier richtig sehe, stammt das Modell aus 1,81, also Januar 81. Also jetzt auch 43 Jahre alt. Na, hier steht jetzt nichts mehr. Okay. Aber, ups, nicht die Kamera umschmeißen, Entschuldigung. So, für ein Modell, das 43 Jahre, oder 42 Jahre alt ist, 43, ja, rechnen sollte man können, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Gut, dann werden wir sie jetzt mal aufs Gleis setzen und gleich geht's weiter. So, und hier seht ihr das Konfigurationsbild der Lokomotive. Ist kein MFX-Decoder. Ich müsste nochmal nachschauen. Der Verkäufer hatte mir die Bestellnummer genannt. Das ist dieses Märklin-Set mit HLA und Decoder. Ich meine, das ist die 60760. Aber ich schaue es nochmal nach und schreibe es hier in den Text mit rein. MM-Format, Adresse 74. Ja, Funktionen hat er eigentlich keine weiteren. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Sie fährt erst einmal und das ist die Hauptsache. Ja, da steht sie auf den Gleisen, die BB9223. Und ich würde sagen, schicken wir sie doch mal auf die Reise. Und ich sage, bon voyage. Das war die falsche Richtung, aber das kann vorkommen. So ganz feinfühlig lässt sich der Motor damit nicht steuern mit dem Decoder. Aber erst einmal fährt sie digital und das ist die Hauptsache. Unschwer zu erkennen. Jetzt habe ich zwei Französinnen der Baureihe BB92. Und ich muss sagen, macht ein schönes Bild, gefällt mir äußerst gut. Ja, ich gebe es zu, so langsam aber sicher werde ich immer frankophoner. Aber das ist ja auch kein Makel. Und wie heißt es so schön? Jeder nach seinem Geschmack. Oder wie die Franzosen sagen, chacun a son goût. Ja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Ich danke fürs Zuschauen, für euer Interesse und sage Tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal, euer Frank.